Ja, David war wieder mal in Schwierigkeiten, in Bedrängnis und da hat er sich auch etwas ausgedacht. Er hat sich wahnsinnig gestellt. Und damals hat man ja Leute, von denen man vermutet hat, dass sie wahnsinnig sind, ja einen gewissen Schutz gewährt. Nun, David war nicht wahnsinnig, aber war schlau. Ist dann natürlich nicht zum Nachahmen, wenn man in Bedrängnis kommt, dass man sich dann verstellt. Aber trotzdem hat David eine unwahrscheinliche Erfahrung und Erkenntnis in Bezug zu seiner Beziehung zu Gott. Und da sagt er in dem heutigen Losungstext, da sagt er, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Was für eine Aussage. Zunächst einmal ist da wahrscheinlich die Überlegung, wer ist der Engel des Herrn? Ist es Michael? Ist es Gabriel? Nun, es gibt Ausleger, sie vermuten, dass das eigentlich Jesus ist und haben auch dann bestimmte Gründe, warum sie zu dieser Annahme kommen. Nun, ich glaube, dass das unter Umständen wieder zu so einer Frage führt, die wir nicht hundertprozentig lösen können. Aber was wir lösen können ist, dass er Hilfe erlebt hatte, dass er erfahren hatte, dass der Engel des Herrn bei ihm war und auch seine Hilfe erlebt hat. Und ich glaube, das ist das Wesentliche bei dieser Entschuldigung, bei dieser Überlegung, dass wir einfach lernen zu vertrauen auf Gottes Wort, auch wenn wir nicht alles einordnen können und genau exegetisch auseinandernehmen und deuten und erklären können. Jedenfalls der Engel des Herrn hilft denen, die sich dem Herrn anvertrauen, die ihn fürchten und hilft ihnen aus der Not heraus. Ja, im Neuen Testament haben wir auch wieder so eine Stelle, der Lehrtext, da geht es auch um der Engel des Herrn. Was ist mit ihm da? Er kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Welcher Raum war das? Ja, das werden wir gleich sehen. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Also, Petrus war im Gefängnis, angeschnallt, Ketten, und er hat geschlafen. Und der Engel des Herrn kam zu ihm und gibt ihm so einen Rempler auf der Seite, weckt ihn auf und sagt, ja, steh auf. Er hat nicht gesagt, du bist frei, aber das war dann seine Erfahrung. Und so merken wir, dass der Herr immer wieder Möglichkeiten gibt oder zeigt oder schenkt, von denen man vielleicht gar nicht vermutet hätte. Ich weiß nicht, ob Petrus das erwartet hat, dass er auf diese Art und Weise freikommt. Tatsache war, er erlebte Gottes Hilfe. Und so dürfen auch wir immer wieder, letzten Endes auch in schwierigen Situationen, mit Gottes Hilfe rechnen. Wie er diese Hilfe schenkt, das ist sehr, sehr verschieden. Gott hat da viele, viele, viele Wege und Möglichkeiten. Unbegrenzt eigentlich. Und das soll uns wieder ermutigen heute, einfach auf den Herrn zu vertrauen, auf seine Hilfe und seine Helfer. Ob es manchmal Engel sind oder ob es gar der Engel des Herrn ist.
Und wir sollen und können dafür nur immer wieder danken und ihn dafür loben und preisen und anbeten. Ich wünsche auch wieder einen guten und einen schönen Tag.